Also echt, ich bin total begeistert, ich kann das Ende hier auch kaum sehen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, ich bin Alexander Baselius, ich bin vom Marianum, Jahressprecher da vom 13. Jahrgang, aber ich bin jetzt heute vor allen Dingen hier als junger Mensch, der Angst hat vom Krieg, als junger Mensch, der keinen dritten Weltkrieg will. Und ich bin froh, dass wir heute hier so viele junge Menschen sind, die für den Frieden stehen, denn wer, wenn nicht wir? Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ist ein vollkommener Völkerrechtsbruch. Russland muss seine Truppen zurückziehen. Es muss zurückgefunden werden zu friedlichen Verhandlungen. Das ist für uns alle ein Ziel. Und ich möchte eine Frage stellen. Wessen Krieg wird da geführt? Denn Putin führt seinen Krieg ja nicht im Interesse der arbeitenden Menschen, der normalen Leute, der jungen Leute, der Schülerinnen und Schüler. Putin, der führt seinen Krieg in einem anderen Interesse. Und das zeigen die Proteste in ganz Europa. In Russland sogar gehen die Menschen auf die Straße, so wie wir hier. Aber da droht es ihnen, dass sie verprügelt und eingesperrt werden. Und ich sehe Putin, der vertritt mit seinem Krieg die Interessen der russischen Banken und Konzerne, der Oligarchen, der Reichen. Und das tut er auf dem Rücken der Zivilisten. Und für mich ist klar, ein Krieg, das ist immer ein Krieg der Reichen und der Mächtigen, die selbst nicht kämpfen müssen. Was aber für mich ebenso klar ist, und Herr Stegemann hat es gerade angesprochen, 100 Milliarden Euro für Verteidigung, für mehr Waffen, mehr Soldaten, und das bringt nicht mehr Frieden. Das hat zuletzt der Einsatz in Afghanistan gezeigt. Und ich bin fest überzeugt, es genügt nicht. Wir können uns nicht nur auf die Solidarität mit der Ukraine beschränken. Unsere Solidarität, die muss allen Menschen gelten, die keinen Krieg wollen. Und das sind die einfachen Menschen in Deutschland, in der Ukraine und auch in Russland. Und wir müssen ganz, ganz deutlich klarstellen, wir haben Platz für Geflüchtete aus der ganzen Welt und auch aus der Ukraine. Wir müssen klarstellen, wir kämpfen nicht in eurem Krieg und wir wollen euren Krieg auch nicht bezahlen. Herr Stegemann hat gerade das pazifistische Herz angesprochen. Aber er hat für die Fortsetzung der Einsätze im Mittelmeer gestimmt, für die Fortsetzung des Einsatzes im Sudan, im Irak. Er hat ausnahmslos für alle Einsätze im Ausland gestimmt, dass wir als deutsche Soldaten und Waffen in die Welt schicken. Und dabei ist das das pazifistische Herz. Mehr Soldaten und mehr Waffen, das bringt mehr Sterben, aber damit bringen wir nicht mehr Frieden. Und ich kann es mir nicht verkneifen, es zu sagen, wenn wir über Geflüchtete reden. Herr Stegemann, Sie haben dafür gestimmt, dass ein Gesetz durchgesetzt wird, mit dem Abschiebungen vereinfacht und beschleunigt werden. Sie haben gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria gestimmt. Sie stimmen gegen die Aufhebung der Sanktionen von Hartz IV. Sie stimmen gegen das Selbstbestimmungsgesetz für transsexuelle Menschen. Und im Juni 2017 haben Sie gegen die Ehe für alle gestimmt. Stegemann, du machst keine Politik für uns junge Menschen, du machst keine Politik für den Frieden. Ich sage, wir jungen Menschen, die wir hier zahlreich stehen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen keine Aufrüstung, nicht mehr Panzer und Bomben. Wir wollen Frieden und dafür sind wir heute hier. Ich möchte noch schließen mit einem Zitat von Brecht. Ändere die Welt, sie braucht es. Danke.